Nächster Brocken für den SV Abarth Hersfeld. Nach Eichenzell und Pronzell ist Johannesberg nun der dritte Topfavorit auf die Meisterschaft, der Gegner des SVA. Gleich zu Beginn der Partie, Stefan Wiegand kommt zum Abschluss, doch Valentin Schneider im Tor der Gäste pariert. In der Folge macht jedoch der Favorit aus Johannesberg das Spiel und nach nur 6 Minuten klingelt es durch Alin Kotan zum ersten Mal. Tolle Annahme und noch besserer Abschluss. Johannesberg in Führung 1:0 und Kotans drittes Saisontor. Die Gäste kreieren Chancen über Chancen, doch letztlich will der Ball vorerst nicht in den Kasten. Erst verhindert Arne Steinberg mit dem Gesicht den Treffer und dann pariert Sauerbrei. Glück für den SVA. Nun Freistoß für Rot, geschickt ausgeführt und Sauerbrei lässt sich von Mané nicht überlupfen. Gleiche Position, wieder Freistoß Johannesberg. Eine andere Variante, Latte und Sauerbrei hat ihn sicher. Kurz vor der Pause dann nochmal der SVA, doch so richtig gefährlich wird es nicht. Mit einem Freistoß der Gäste starten wir in Halbzeit 2. Alin Kotan führt aus, über die Mauer, ganz stark, damit führt er die Scorerliste an. 2:0 für Johannesberg. In der Folge des Spiels wird der SVA etwas stärker und gefährlicher. Spielertrainer Kalle kommt zum Kopfball, was eine Gelegenheit. Asbach drängt nun auf den Anschlusstreffer, Nils Wenzel tritt den Freistoß, der Ball ist lange in der Luft, Mané verschätzt sich und Arne Steinberg verkürzt per Kopf, nur noch 1:2, wird es nochmal spannend? Nächste Szene, gerade noch selbst getroffen, sieht Steinberg in dieser Szene nicht glücklich aus, er bringt Nori im 16er zu Fall und der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt. Alin Kotan, Johannesbergs Mann für die Tore, tritt an. Und auch wenn Sauerbrei dran war, kann er sein 5. Saisontor nicht verhindern. Kurz vor Schluss wird es nochmal gefährlich im Strafraum der Gäste. Schneider, eigentlich Keeper der Reserve, ist hier unsicher. Doch der SVA bringt den Ball einfach nicht im Tor unter. Und somit unterliegt die Elf von Fabian Kalle auch im 3. Spiel in Folge gegen eine Topmannschaft der Gruppenliga. Natürlich ist es nicht gerade förderlich für die Stimmung, wenn man jetzt 3 Spiele hintereinander verliert. Wir wussten aber auch, dass der Weg jetzt sehr schwierig wird und wir mit in den ersten 3 Spielen jetzt auch 3 potenzielle Meisterschaftskandidaten vor der Brust haben. Ärgerlich ist es nur, dass wir, ja, wie schon im Pronzell heute eigentlich auch wieder dran waren, noch das Unentschieden zu erzielen. Dann durch ein doofes Foul von mir dann letztendlich und einen überragenden Freistoß dann das 2:0 kriegen und haben uns dann trotzdem noch rangekämpft und das 3:1 war der Genickschlag. Ich denke, auch wenn es vielleicht wie eine Phrase klingt, aber auf der Leistung können wir auf jeden Fall aufbauen und müssen jetzt sehen, dass wir im nächsten Spiel gegen Schlitzerland dann auf jeden Fall hier die 3 Punkte in Asbach behalten. Großes Kompliment an unsere Mannschaft. Wir sind heute sehr, sehr zufrieden. Wir haben hier ein gutes Spiel gemacht, richtig viele Torschancen rausgespielt, hätten aber früher den Sack klar zumachen müssen. Gegen trotzdem aus meiner Sicht einen starken Gegner, der nie aufgesteckt hat und immer weiter nach vorne gespielt hat auf die nächste Chance und dann auch absolut nicht unverdient, auch wenn es ein Fehler jetzt von uns war, den Anschlusstreffer markiert und dann kann so ein Spiel noch mal wackeln und glücklicherweise haben wir dann mit dem Elfmeter auch den Sack zugeschnürt und wir sind heute sehr zufrieden.